Herzlich willkommen zu einer neuen Runde mit Helldivers 2. Was ich im Wesentlichen vorhabe, ist heute über eine Folge aufzuzeichnen, die ganz typisch ist für Gaming in dieser Form, nämlich über Spielmechanik zu sprechen. Das Netz ist voll von Tipps und Hinweisen und Tricks, wie man am besten mit welchem Setup man Helldivers spielt. Und das Ganze möchte ich heute nutzen, um euch mein Setup vorzustellen. Das heißt, um über mein Setup zu sprechen auf dem Steam Deck. Und das ist ein ganz zentraler Punkt für die Auseinandersetzung mit digitalen Spielen, dass man über seine Setups spricht. Ja, also dass man darüber spricht, wie stellt man das ein, wie spielt man, mit welchem Loadout, mit welchen Rüstungen, mit welchem Setup. Einfach um, sagen wir mal so, die für sich das bestmögliche Ergebnis herauszubekommen. Und das Ganze geht natürlich nur nach einer entsprechenden Spielzeit. Und ich würde euch einladen dazu, mit mir einen Blick zu werfen auf mein derzeitiges Setup. Also ihr seht, ich spiele jetzt hier gerade über das Steam Deck und habe einfach nur mal der Information halber die unterschiedlichen Informationen eingeblendet. Da ich jetzt im Moment gerade über HDMI dranhänge, gibt er mir keine Bildratenbeschränkung aus. Normalerweise spiele ich mit 30 FPS Frameratenbegrenzung und würde mal, bevor wir anfangen, ganz kurz in die Grafikoptionen hineingehen. Nämlich, um mal zu zeigen, mit welchen Setups ich hier spiele. Extrem wichtig für mich ist eine sehr, sehr hohe Reichweite. Oder sagen wir mal Sichtweite. Deswegen ist die Renderdistanz eigentlich das Entscheidende. Alles andere habe ich so eingestellt, wie mir es tatsächlich am besten liegt. Und ich spiele im Moment gerade auf dem Stadia-Controller von Google, den ich via Bluetooth am Steam Deck habe, damit ich hier nicht das ganze Zeit das Steam Deck in der Hand halte. Ganz kurz, worum geht es bei Helldiver 2? Bei Helldiver 2 geht es darum, dass man in einem Koop-Modus versucht, die Übererde zu retten. Ich habe das hier schon mit ein paar Folgen zum Thema Dystopie erläutert und bin schon ein wenig weiter, wenn man das so sagen kann. Also ich bin jetzt Level 29, ein Raumfahrt Prime Chief und ich habe schon eine Menge Erfahrung sammeln können mit dem Equipment, mit dem Loadout und würde euch ganz gern mal mitnehmen, wie das Ganze sich bei mir im Moment darstellt. Prinzipiell schauen wir mal hier in das sogenannte Akquisitionszentrum, wo man verschiedene Ausrüstungsgegenstände kaufen kann. Und ich fange mal ganz kurz an, hier das System zu erläutern. Also man erspielt faktisch in den Online-Missionen Medaillen. Das seht ihr ganz oben rechts. Davon habe ich im Moment 2, das ist nicht so viel. Und mit diesen erspielt man tatsächlich hier sein Loadout, mit dem man im Spiel unterwegs ist. Und es gibt den normalen Pass, ja, und es gibt den, sagen wir mal so, Premium Pass, wo man noch weitere Elemente freischalten kann. Und ich kann euch jetzt schon mal eins vorweg sagen, nämlich es gibt zwei Shotguns, nämlich den Brandbreaker, ja, also eine modifizierte Variante einer Shotgun. Und diese nehme ich ganz gern gegen Bugs mit. Und aus dem Standardkatalog seht ihr hier, ist eine der ersten Waffen, die ihr kaufen könnt, ist das hier der Punisher? Nein, das ist der Breaker. Also das heißt, auf dem relativ frühen Spiel bekommt ihr das. Diese beiden Waffen sind meine Standardausrüstungen. Genau, das nächste ist, es gibt so etwas wie ein Überstore mit einer separaten Währung. Diese Übercredits könnt ihr kaufen oder auch im Spieler spielen. Also das heißt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man an diese Ausrüstung herankommt. Nur eines. Im Moment gerade ist in diesem Überstore eine Rüstung erhältlich. Die zeige ich euch hier. Nämlich die des leichten Schützen. Und ihr seht schon, die hat eine relativ hohe Geschwindigkeit und eine Ausdauergeneration.
Das sind aus meiner Sicht die beiden wichtigsten Werte für die Rüstung. Die hat einen Panzerbonus, was tatsächlich gar nicht so schlecht ist. Allerdings gibt es noch eine zweite Rüstung, die ich euch zeige. Und auch die bekommt ihr relativ früh im Spiel. Moment. Das müsste sein. Die zeige ich euch auch. Und dafür muss ich mich mal ganz kurz hier verschieben. Auf die andere Seite. Das Entscheidende ist, auch die hat eine unglaublich hohe Geschwindigkeit. Nicht ganz so hoch wie die andere Rüstung. Hat eine sehr gute Ausdauergeneration und ein bisschen weniger Panzerung. Hat aber einen entscheidenden Vorteil. Sie verringert die Reichweite, in der Feinde den Träger entdecken können um 30%. Das ist eine der wichtigsten Eigenschaften. Und es gibt noch eine weitere Rüstung, die später erst freigeschaltet werden kann. Also ich habe sie gerade erst freigeschaltet. Worüber ich mich sehr freue, das ist der Kundschafter. Und hier seht ihr, er kombiniert faktisch die hohe Geschwindigkeit, eine sehr hohe Ausdauergeneration, wie die erste Rüstung, die ich euch gezeigt habe, aus dem Überstore. Hat eine niedrige Panzerung, aber ebenfalls wiederum diese Sichtweite. Und wenn ich etwas sagen dürfte, sind das meine beiden favorisierten Rüstungen. Also diese und tatsächlich die aus dem Store, die im Moment dort zu kaufen ist. Das ist diese. Also Moment. Das ist diese. Ja, also das ist die zweite favorisierte. Das Ganze hat natürlich schon mit der Spielmechanik zu tun. Das heißt, wir haben jetzt mal die Primärwaffe. Also da würde ich immer die Breaker oder die Brandbreaker mitnehmen. Das zweite ist die Rüstung. Hier kommt es vor allen Dingen auf Geschwindigkeit an. Meiner Meinung nach in den höheren Schwierigkeitsstufen Geschwindigkeit und dass man leise ist. Das heißt, es geht alles über Speed und Movement und über Ausdauergeneration. Das werdet ihr merken, wenn ihr eine schwere Rüstung tragt, so wie diese hier drüben. Das kann ich euch auch mal zeigen. Ja, damit könnt ihr euch nicht bewegen, weder bewegen, noch solltet ihr hart in die Frontlinien kommen. Allerdings ist die Panzerungswertung wirklich gut. Also das muss man auch sagen. Soll heißen, so spielt ihr das Spiel nicht. In den höheren Schwierigkeitsstufen geht es darum, schnell rein, schnell rauszukommen und dabei nicht gehört zu werden. Das gibt auch schon ein bisschen den Takt vor, welche Ausrüstungsgegenstände man noch mitnimmt. Also die Primärwaffe hatten wir bereits. Dafür müssen wir einmal ganz kurz hier in das Schiffsmanagement gehen und uns sogenannte Taktikausrüstungen genauer anschauen. Also hier mit diesen Taktikausrüstungen könnt ihr weitere Technik mitnehmen. Das sind erstmal eine ganze Menge an Unterstützungswaffen. Ja, also im patriotischen Verwaltungssystem sehe ich gerade. Und die sind jetzt in den letzten Tagen ein bisschen angepasst worden, sodass zum Beispiel der Flammenwerfer extrem aufgewertet worden ist. Die Railgun ein wenig abgewertet, insofern als es einen sicheren und unsicheren Modus gibt, in dem man das Ganze spielen kann. Und meine Lieblings-Sekundärwaffen sind Stalwart. Das ist ein relativ gut zu handhabendes MG. Dann den Flammenwerfer nehme ich nicht gern mit. Ich zünde ganz ungern meine anderen Helldiver mit an im Team. Ich nehme stattdessen, kann ich das mal zeigen, ich glaube, das kommt weiter unten. Mal ein bisschen weiter runterklicken. Ja, stattdessen nehme ich meistens mit den Granatwerfer den Schildgenerator-Rucksack, das heißt, da mir ein mobiles Schild gibt. Und dann bediene ich mich frei, entweder aus Geschützen, Mörsern und so weiter. Und in der Luftunterstützung, also im Luftangriff, ist mir, um ehrlich zu sein, der Orbital-Laser also wirklich unersetzliches Werkzeug. Und das zweite, das belege ich je nach Bedarf. Ja, also das sind die Module, die Ausrüstungsmodule, die man noch mitnimmt. Also Breaker oder Brandbreaker. Eine Rüstung, in der es um Dynamik geht.
Das zeige ich euch hier nochmal. Das sind die Rüstungen, die ich im Moment bereits besitze. Da kommt, wenn ich mir den, die Pässe anschaue, auch nicht mehr so viel Neues dazu. Also ihr seht schon, hier haben wir die Scout-Rüstung, also die Kundschafter-Rüstung, die ich im Moment trage. Daneben ist die Infiltrator, die ein bisschen schlechtere Werte hat, aber ebenfalls geräuschlos ist. Und dann auch die Rüstung des leichten Schützen mit einer höheren Panzerwertung, aber ansonsten so guten Werten wie die Scout-Rüstung. Ja, also das heißt, je nachdem, ob ihr leise sein wollt oder nicht, benutzt ihr die bitte. Also die anderen seht ihr hier, also das heißt die mittleren Rüstungen und die schweren Rüstungen, die haben nochmal so zwei, drei Vorteile. Das zeige ich euch hier mal, was der größte Vorteil dieser Rüstungen, mittleren und schweren Rüstungen ist, dass man Gegenstände weiter werfen kann. Das heißt, das ist vor allen Dingen für Luftschläge und also die massiveren Luftschläge ist das von Relevanz. Oder wenn man zum Beispiel Verstärkung rufen will und die Teamkollegen nicht direkt im Kampfgebiet einsetzen will. Aber ansonsten solltet ihr euch an den leichten Rüstungen bedienen. Und wie gesagt, diese drei sind die interessantesten aus meiner Sicht. Ja, also ja, auf den Legionär könnt ihr auch mal einen Blick werfen. Ist meiner Meinung nach aber, ja, meiner Meinung nach geht im Moment nichts über den Scout, auch wenn ich das Design nicht so ganz gut mag. Okay, Helme und Umhänge nur für den Style. Hat tatsächlich nichts zu bedeuten. Und dann haben wir noch so eine Booster für verschiedene Dinge, die kann man auch kaufen. Ist tatsächlich mittlerer, sagen wir mal so, wird in den mittleren Schwierigkeitsgraden relevant. Späterhin braucht man es auf jeden Fall. Und das heißt, das ist jetzt so mein Standard-Setup. Also, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, Geschwindigkeit und Movement sind alles. Ja, also wenn ihr euch nicht schnell bewegen könnt, dann werdet ihr an dem Spiel keine Freude haben. Das zweite ist, versucht nicht auf alles zu schießen, was ihr seht, sondern versucht auch, wenn ihr still seid wie der Scout, Gegnern auszuweichen. Also an ihnen vorbeizulaufen und eben sie nicht auf euch aufmerksam zu machen. Ihr müsst für die Erreichung von Primär- und Sekundärzielen nicht auf alles schießen, was sich bewegt, sondern versucht clever um die Feinde einen Bogen zu machen, wenn es denn möglich ist. Das dritte ist, ihr solltet eine gute Kombination haben aus einer Waffe, die über genug Kapazität verfügt und eben auch signifikant euch Gegner vom Hals halten kann und einer Distanzwaffe, die auch mit größeren Gegnern zurechtkommt. Vielleicht gucke ich doch nochmal ganz kurz in das Taktikmanagement und ich würde nämlich einmal das Problem zeigen. Es gibt die sogenannte automatische Kanone, die ihr mitnehmen könnt. Das Video ist ein bisschen irreführend. Es ist so, dass ihr den Rucksack für die automatische Kanone auch selbst tragen könnt. Das heißt, ihr habt eure Munition dann immer dabei. Kann aber auch ein anderer für euch übernehmen. Ist, glaube ich, aber im Spiel selbst eher unwahrscheinlich, dass man sich so abspricht, weil dann kann euer Teamkollege keinen anderen Rucksack tragen. Das zweite, das Problem ist, das ist eine wirklich tolle Waffe, die man einsetzen kann. Das Problem ist allerdings, dass wenn man einen Rucksack trägt, dass man dann nicht den, jetzt muss ich mal schnell schauen, wo das ist, den Schildgenerator-Rucksack tragen kann. Den Schildgenerator-Rucksack braucht man aber in den höheren Schwierigkeitsgraden, einfach um ein bisschen mehr Schutz zu haben vor Streufeuer. Und tatsächlich ist der aus meiner Sicht in den höheren Schwierigkeitsgraden unerlässlich. Was bedeutet, dass die Autocannon ausscheidet als Waffe, als Sekundärwaffe, als Unterstützungswaffe und ihr eine andere nehmen müsst. Die Laserkanone ist nicht schlecht. Ja, also das heißt, die verzeiht sehr viel und ist im Gegensatz zur Railgun, die ihr jedes Mal neu laden müsst, verzeiht das Ganze auch mal ein bisschen in der Hektik des Gefechts unterschiedliche, sagen wir mal so, Fehlentscheidungen. Der Granatwerfer ist im Moment mein Favorit. Warum? Ich kann damit
Ziele in der Distanz tatsächlich angreife. Ich kann damit Gebäude zerstören und ich kann damit, sieht man hier, Backlöcher zerstören. Das bedeutet, ich kann mit dem im Wesentlichen alles machen, was ich mit Granaten machen kann. Und er ist bringt eine Menge Munition mit. Das heißt, er ist eigentlich die ideale Unterstützungswaffe im Moment, wenn man schnell und beweglich sein will. Und nicht so genau zielen kann wie ich. Also sonst würde ich die Railgun nehmen, aber dafür fehlen mir, muss ich ehrlich sein, die Nerven. Das schaff ich nicht, ja. Okay. Ich zeige euch aber gleich nochmal, dann wir versuchen das jetzt mal. Ich versuche jetzt mal eine Mission zu starten. Und zwar würde ich sehr gern auf. Helldivers kämpfen in der ganzen Galaxie um jeden Zentimeter Territorium. Wo wollen Sie eingreifen? Wir gehen mal auf Fenrir, einfach weil die hier die Sicht am besten ist. Die Bugs umschwärmen den. Und ich gehe mal in ein schnelles Spiel. Mal schauen, ob das jetzt klappt. So, dass ihr das Loadout mal in Bewegung sehen könnt. Ah, das sieht nicht so gut aus. Ja, der Netcode ist von Helldivers 2 ist immer noch. Ich glaube, die sind ein bisschen überrascht gewesen von dem Ansturm. Auf das Spiel, so dass es jetzt durchaus sein kann, dass wir der Kampf um gelenkte 2-3 Anläufe brauchen, um. Wir dürfen keine Zeit verlieren. So, wir probieren es nochmal. Ah, es ist ein absolut chaotischer. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich jetzt in ein Spiel reinkomme mit 3x Level 10. Das ist auf dem Schwierigkeitsgrad eine echte Zumutung. Aktiviere Orbitaldüse. So. Orbit synchronisiert. Na, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Verbündeter Zerstörer im Geschwader. So. Das können wir ignorieren. Ist ein Bug. Ich werde dann automatisch reingesetzt in 3 Sekunden. Das ist ganz witzig. So, die Primärwaffe sollte man idealerweise schon vorher wählen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz wieder rüber machen hier. Sonst sehe ich mein Loadout nicht. Also, ich würde einmal mitnehmen den Orbitallaser, wie angedroht. Dann würde ich mitnehmen. Ich weiß jetzt nicht genau, was wir für eine Mission spielen, deshalb. Nehme ich meinen Spezialrucksack mit, den Granatwerfer, wie gerade schon gesagt. Und dann würde ich noch einmal einen. Das nehmen wir mal mit, das sind Brandminen, weil ich die tatsächlich gerade in der Mission habe. Oh, können wir mal die Daumen drücken, dass es jetzt gut läuft, hey. 19, 8, 16. Wir gucken mal, was das gibt. Und ich muss mal ganz kurz überlegen, ob ich in der Ecke eine Anzeige habe, die ich brauche. Deswegen mache ich mich mal noch ein bisschen kleiner. So, also, versucht, wenn ihr dieses Spiel spielt, euch die Richtung zu nehmen, mit der ihr am schnellsten seid. Ihr werdet es gleich sehen, dass das essentiell ist. Besonders hier gegen die Bugs auf Fenrir 3. Ziemlich interessanter Planet, denn neben der Bedrohung durch die Bugs gibt es auch noch Meteoriteneinschläge, die sich gewaschen haben. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. So, jetzt müssen wir erstmal gucken hier. Das sieht gut aus. Bitte fang nicht an, sofort zu schießen. So, wir brauchen einen Schildrucksack. Also nicht schießen. Und dann brauche ich noch den Granatwerfer.
So, halt. So, ihr seht, die müssen immer erst vom eigenen Zerstörer, müssen diese Unterstützungswaffen angefordert werden. Wenn man stirbt, lässt man diese auch fallen. So, jetzt gucken wir nochmal. Ja, die sind schon... Mensch, mach doch keinen... Mach doch keinen Quatsch, hey. So, ist noch Moon. Okay. Ich weiß noch gar nicht so genau, was wir jetzt eigentlich machen müssen. Aber... Ich würde mal sagen... Ja, gut. Die nehmen auch die Nebenaufgaben mit. So, das ist jetzt der Orbitallaser. Ja, super. Na, er steht sehr nah dran. So, das ist der Granatwerfer im Einsatz. Wer ist da jetzt schon wieder gestorben? Schon wieder der Kläge. Ja, ich... Was man jetzt ein bisschen sieht, ist, dass wer faktisch versucht... ein bisschen auf Distanz zu bleiben. Und dadurch entspannt sich die Lage furchtbar schnell. Ja? Also das heißt, freilich muss man trotzdem, aber man sieht es schon hier, ja, das wird eine schwierige Runde. Also die spotten nicht. Die stehen mit wirklich schwierigen Waffen in der Gegend rum. Gucken wir mal. Aber ich denke, man erkennt das, worum es geht, nämlich erstens bleib auf. Der einzige, der mir jetzt mich unterstützen könnte, verlässt das Geschwader. Jetzt guck ich mal, wie lange ich hier mit den beiden Rookies durchhalte. So richtig Hoffnung habe ich nicht. So. Das ist es im Wesentlichen. Nachladen nicht vergessen. So. Ihr habt gesehen, ich muss nicht permanent im Zentrum des Orkans stehen, um diese Sekundärziele abzuschließen. Ich bin mir aber noch nicht so sicher, ob ich diese Meinung teile. Naja, ist ja gut. Der schießt auf alles, was sich bewegt. Das ist das, was ich meinte am Anfang. Macht es nicht. Ihr lockt damit nur weitere Feinde an. Das werden wir jetzt mal sehen hier. Der hat jetzt also faktisch auf eine Patrouille gefeuert. Das nächste, was passieren wird, ist, dass wir eine... dass wir ein Backloch finden. Mal sehen. Haben wir nicht so viel Zeit, das werden wir alles gar nicht schaffen. Hoffentlich läuft da jetzt nicht in die Minen rein. Mal gucken mal. So. So. Er markiert diese Karte. Was müssen wir denn machen? Ach, alle Terminitlöcher finden und zerstören. Gut, okay. Dafür brauche ich den Granatwerfer im Übrigen. Das wird sonst nichts. Aber bewegt euch leise. Geht auch mal. So. Ne, bitte nicht. Überleg bitte erst, was du machst. Und warte ab.
Okay. Ein Sperrfeuer legt er da. So, da hinten sieht man die Backlöcher. Magazin leer. Und da haben wir einen Speer. Das Geschütz, was er da angefordert hat, kommt zu spät. Da wird er keine Freude mehr dran haben. Können wir uns gleich anschauen. So, jetzt haben wir dort einen weiteren Bug-Ausbruch. Na, das wird ein Fest, hey. Würden wir jetzt viele Opfer sehen. Ja, weil das Geschütz macht keine Rücksicht, nimmt keine Rücksicht, wer an welcher Stelle steht. Sondern da wird einfach aus allen Rohren wird geschossen. Ja, der Typ Player One ist schon wieder tot. So, vielleicht. Keine Ahnung. So. So, das haben wir geschafft. Jetzt können wir evakuieren. Ja. Aber auch hier bleibt einfach von. Kriegt die Leute auf Abstand. Ja. Und dann seht zu, dass er wegbleibt. Keine Ahnung warum. Ja, jetzt Ruhe reinbringen. Ein bisschen gucken. Und wir müssen darüber. So. Lauft bitte an den. Da schießt schon wieder jemand. Warum? Ach, der ist in seinem Mac. Na, natürlich. Da muss er natürlich schießen. Klar. Das geht nicht ohne. Da muss er. Nicht! Warte! Ah. Evakuierungsanfrage bestätigt. Shuttle im Einsatz in der Position. Werfe Thorax-Barke! So. Das ist jetzt ein bisschen. Muss man jetzt ein bisschen gucken. So, da sieht man den Flammenwerfer in Aktion. Ist ein bisschen unkontrolliert aus meiner Sicht. Oh, jetzt ein Orbitalschlag da rein. Na, bitte kein Adler. So, was man jetzt gesehen hat, hinter mir kamen zwei Feinde. Da geht es einfach darum, sich schnell wegbewegen zu können. Ja, nicht doch. Nein. So, jetzt muss ich aber mal ein bisschen aufpassen hier. Jetzt haben wir dort einen Wurm. Bug-Ausbruch drin. Super. So, jetzt muss ich mal kurz Munition holen. Nein, nicht hochsteigen. Aber ihr seht schon, es geht nur ums Movement. Rein, raus, so schnell wie möglich, ohne. Es gibt's auch nicht. Das war ein Luftschlag. Das war ein Luftschlag, den ich da war. So. So, meine Ausrüstung müsste jetzt noch hier irgendwo rumliegen. Da. Da müssen wir die doch mal einsammeln, ganz richtig. Ja. Ihr seht, man hat genügend Zeit. Also man muss überhaupt kein.
es sich überhaupt nicht verrückt machen. Ja. Aber wenn man natürlich immer mit dem vorne an der Front steht, immer MG im Anschlag und gib ihm, dann wird man hier, glaube ich, nicht sehr viel Freude haben. Ja. Brauchen natürlich immer auch ein bisschen Leute um sich herum, die wissen, was sie machen. Ja, also das ist auch wichtig. Das nützt mir alles nichts. So, wann ist das Shuttle da? 43 Sekunden, na dann lohnt sich das auch noch. Oh na, jetzt latsch mich nicht um mit deinem. Oh, da. Ah, ärgerlich, jetzt habe ich die. Schön, ich mal den Rucksack gerne. Den will ich doch haben, ich will doch nicht diesen komischen. Die sprengen sich alle noch gegenseitig hoch, ja. Irre. Ja, dann würde ich sagen, lande doch. Ich habe nämlich keine Moon mehr. Oh, sehr schön. Kommt, jetzt steigt ein. Los geht's. So, also, um es nochmal gerade zu ziehen, Movement ist alles. Bewegungsfähigkeit, Nichthörbarkeit, wenn ihr jetzt gesehen habt, hier, hier hätte auch die Panzerung gut geholfen, also das heißt diese Schützenrüstung, aber an der Ecke stehen und warten, bis man ereilt wird, ist immer eine ganz schlechter Ratgeber. Wir haben jetzt hier kaum Sekundärziele gemacht, dafür war die Zeit nicht da, und die Leute an Bord ein bisschen zu unerfahren. Macht aber nichts, denn es wird dennoch ein Sieg sein, den wir hier feiern. Ja, das ist im Wesentlichen Spielmechanik in Helldivers 2. Und ein ganz zentraler Punkt für alle Besprechungen von Spielen sind eben solche Spielmechaniken, weil auch die Community sich die ganze Zeit weiterentwickelt, neue Taktiken ausprobiert, es neue Gegenstände gibt, also wie zum Beispiel diesen Mac, den man jetzt hier gesehen hat, der ist erst seit wenigen Tagen im Spiel selbst, ist es so, dass man natürlich auch dieses Sprechen über Spielmechaniken die ganze Zeit immer wieder neu und immer wieder aktuell halten kann. Und ich muss jetzt mal schnell schauen, wie das Ganze sich darstellt. Und ihr seht schon, ich habe nicht so viele Gegner getötet hier in diesem Lauf. Aber tatsächlich ist es natürlich so, dass man die Extraktion von Proben und so weiter ansieht. So, und jetzt sieht man schon, der etwas erfahrenere hat gerade diese Runde hier verlassen, einfach weil man schon ahnt, dass das möglicherweise kein zweites Mal gut geht. Jetzt schaue ich aber mal schnell, ob ich habe jetzt 9 Medaillen, warum habe ich denn nur 9? Mit dem Antipersonen-Minenfeld. Verbündeter Zerstörer hat Geschwader verlassen. Ja, da gehen wir auch mal lieber, bevor wir vor der Meister und mit der grünen Kappe nochmal auf die Idee kommt, nächste Mission anzuschieben. Dass wir die nämlich überleben, ist nicht sehr gewiss. So. Schauen wir doch mal ganz schnell, was das Antipersonen. Ich habe jetzt zum Minenfeld ausgelegt, das habt ihr vielleicht gesehen. Schon vor dem Hintergrund mit diesem persönlichen Ziel. Antimaterie. Was muss ich nehmen? Welche?
Antipersonenminenfeld. Kann ich die überhaupt mitnehmen oder ist das eine Waffe, die ich kaufen kann? Antipersonenminenfeld. Da, Antipersonenminenfeld, habe ich doch gemacht. Ach, ich habe Brandminen mitgenommen. Das ist natürlich nicht so clever. Okay. Dann probieren wir es doch einfach zum Spaß nochmal aus. Wie sehen denn so die Daten aus? Ja. Genau. Handeln wir. Das ist wichtig. Handeln wir. Für die Demokratie und die Freiheit und unsere Art zu leben. Wie man sieht. Hat das mit Diplomatie alles nichts zu tun? So, jetzt hoffe ich mal, dass hier die Bande aktiviere Orbitaldüsen. Gucken wir mal. Also. Nee. Falsch, das wollte ich nicht mitnehmen. Das wollte ich mitnehmen. Und dann das Antipersonenminenfeld. Ich habe das die Brandminen mitgenommen. Das ist nicht so gut. Aber das testen wir jetzt nochmal aus. Wenn ich Glück habe, sind die beiden gut drauf. Ja, also den Tank zu spielen, also an vorderster Linie zu stehen und Feuer auf sich zu ziehen, das muss man sich erstens leisten können, man muss es wollen. Ist nicht meine Spielweise. Noch nie gewesen. Und ja, also ich bin eher immer still und leise unterwegs. Ja, also ohne dass ich jetzt Stealth-Spiele in einer besonderen Weise mag. Aber so, jetzt müssen wir mal schauen hier. Ah, die sind schon. Ich glaube, da müssen wir erstmal das Weite suchen hier. Ja, komm. Ich muss ja erstmal wegkommen. So, ich würde ganz gern erstmal. Ja, also das, was ich gerade gemacht habe, ist, ich bin gerade weggelaufen. Das Ganze geht natürlich nur, wenn man laufen kann. Ja, wenn man da steht mit seiner 150er Panzerrüstung, kann man nicht weglaufen. Und das ist ein echtes Problem. So, also Granatwerfer, Schildrucksack und los geht's. Nicht schießen, weglaufen. Okay, was ist das? Ah, das sieht schon katastrophal aus, was sie auf für ein Feld hinterlassen haben. Nicht auf alles schießen. So, was hat denn die Karte? Ich muss mich mal wieder ein bisschen kleiner machen. So, sie laufen hier an mir vorbei, das ist gut. Dann wollen sie also dorthin. Das ist doch schön. So, habt ihr was gefunden? Hat was gefunden? Ja, gucken wir mal. Es ist ein tolles Spiel. Ich liebe dieses Spiel. So. So. Ja, warte doch. Wir haben so viel Zeit, haben 35 Minuten. Aber das ist eine Patrouille. Nicht schießen. Wir dürfen nur schießen, wenn sie tatsächlich alle erwischen. Also wenn die Patrouille dann tatsächlich weg ist. Gut. Dann kann man sowas machen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es zweien gelingt, ist relativ gering. Aber wir gucken mal einfach. Das lässt sich ja eigentlich ganz gut an.
Oh, Jump Pack. Sehr cool, habe ich noch nie probiert. Oh, das sieht doch ganz gut aus hier. Aber wir sind ja auch nicht im schwierigsten Schwierigkeitsgrad, sondern einen drunter. Ich habe mich schon gewundert, warum das hier alles so entspannt ist. Das ist der Schwierigkeitsgrad anspruchsvoll. So, jetzt gucken wir mal. Das sieht mir nach einem Backloch aus da drüben. So, dann probieren wir doch mal unsere Antipersonenmine aus. Das ist ein guter Zeitpunkt dafür. Oder auch nicht. So, hier hat gerade jemand, sein Leben ausgehaucht. So, nicht kein Adler. Den hätte ich jetzt gebraucht. Ach Mann. Na gut. So, also man sieht, die Combo ist ganz gut ausgerüstet. Aber warum er jetzt da unbedingt alleine rein musste? Das ist mir ein Rätsel. So, das ist wieder der orbitale Laser. Oh, gut, die wissen, was sie machen. Das ist gut. Aber ihr seht schon, wenn man nur ein bisschen sich raushält aus der ganzen Nummer, kann man erstens sein Team großartig unterstützen und hat eigentlich einen ziemlich entspannten Tag. Um das jetzt mal so vorsichtig auszudrücken. Denn was ihr auch wissen müsst, ist, wenn man stirbt, verliert man faktisch seine Ausrüstung und muss die wieder einsammeln. So. Ich würde ja gern mal meine, die Abklingzeit für diese. Oh, das ist gut, dann nehmen wir gleich mal ein bisschen Munition mit. So. Na, ist doch noch ein Mund da. Dann nehmen wir die doch mit. So. Ach, du große Güte. So viel zum Thema Flammenwerfer. Der Kollege ist da verbrannt, weil er seinem Kollegen mit Flammenwerfer im Weg stand. So, was sagt die Karte? Die Karte sagt, wir sollten uns mal ein bisschen mal so in die Richtung bewegen. Ja, damit bin ich einverstanden. Da komme ich mit. Es liegt auf dem Weg. So. Also man sieht schon, der Schwierigkeits ist hier wirklich nicht so hoch wie. So. Das ist wichtig. So, jetzt gucke ich mal ganz schnell. Also. Ist eine gute Zusammenstellung des Teams für den Schwierigkeitsgrad, sodass es Spaß macht, das zu spielen. Und nicht in so einem Inferno endet. Aber. Na gut, die nehmen sich Zeit zum Erkunden, das ist gut. Sollen sie mal machen. Okay. Der kennt das
Orange. Level 13 erkennt das Problem mit den verschlossenen Türen, die man aufsprengen muss. So. Jetzt wird es langsam spannend, ja. Also. Dann versuche ich doch mal jetzt meine. Das probieren wir doch mal. Und ich hoffe jetzt mal, dass die. Dass die meisten ihre. Bitte kein Luftschlag rein. Bitte nicht. Achtung, Geschütz und Flammenwerfer. Gute Kombi. Das müsste sogar ein Kanonengeschütz sein. So. Waren die Vorräte da? Also eins hätte ich gern. So. Also es ist wirklich eher auf dem Schwierigkeitsgrad jetzt eher schon ein Spaziergang. Ist das jetzt so? Muss man trotzdem auch mal ein bisschen gucken. Ich glaube, da machen wir. Ach so, gut. Man nimmt den Granatwerfer mit, kann ich euch nur empfehlen. Oh je. So. Ach, das ist ein sogenanntes Orbitalfeuer, das in einem sehr, sehr großen Radius bombardiert. Und da ist es immer hilfreich, wenn man seinen Kollegen mal Bescheid sagt, dass man das macht, weil damit sie einfach ein bisschen nee, weg mit deinem Flammenwerfer. Oh. Bitte keine Granate. So, und jetzt muss man diese Löcher eben verschließen. Das sollte man auch gezielt machen. Und dann sollte man die Beine in die Hand nehmen und weglaufen. Das ist die beste Lebenssicherung. Jetzt haben wir dort oben einen Bugausbruch. Da ist meine. Mal gucken, ob das funktioniert. Jetzt kommen faktisch meine Minen. Meine Antipersonenminen. Ich weiß gar nicht, wie die aussehen. Ah, da sind sie. Na gut, aber dass ich da 40 Treffer mache damit. Das kann ich ja vergessen. Also nur wenn es dumm läuft, kommt doch da jemand vorbei. Okay. Positioniere Pin südwestlich, 100 Meter. Na dann, geht los. So, jetzt wird's spannend. Was sind denn die Buddies? Ach. Haben wir da schon einen Speer?
uns aufgehalst. So. Wir sind hier, ne? Gucken wir mal noch. Da drüben. Na dann. Und los. Aber sie spotten. Das ist schon mal gut. Gibt's keinen. Jetzt müssen wir halt mit Standardwaffen draufgeben. Das ist aber eine schlechte Lösung. Gute ist hier, falls man irgendwann mal diesen ersten Sturm überlebt hat, ist die Wahrscheinlichkeit, oh ey, dass man hier gut rauskommt, ist relativ groß. So, da sind offensichtlich die. Na gut. Gucken wir mal. Guck dir das mit den Minen nochmal aus. Ich will die unbedingt mal einsetzen, ey. Vorräte, wo habt ihr die hingestellt? Da, gut. Jetzt sieht man noch ein weiteres Problem. Ich habe eigentlich auf dem Steam Deck, ach, ein Geschütz, eigentlich ein Framerate-Begrenzung drin bei 30 FPS. Dadurch, dass ich jetzt gerade bei über HDMI spiele, ist es so, dass ich tatsächlich, ja, Proben einsammeln, ist es tatsächlich so, dass dieser Framerate Limiter hier nicht greift, sondern dass er einfach immer versucht, das Beste rauszuholen. Das Ganze kann funktionieren, muss aber nicht. So, jetzt haben wir die zerstört. Ich würde mal vorschlagen, wir machen jetzt hier gar kein Theater lange, sondern laufen einfach mal los. Was jetzt passiert ist, dass sie sich festsetzen hier an der Stelle. Und nicht laufen. Ja, also das heißt, es bringt jetzt nichts, an der Position noch weiter rumzuarbeiten. Sondern man muss jetzt zusehen, dass man den nächsten Spot erreicht. Möglichst ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Und nicht an jeder Ecke stehen zu bleiben. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. So. Positioniere Pin, südwestlich, 200 Meter. Ich brauche den leisen Anzug. Merkt ihr? Hier kann man sich erstmal einen guten Überblick verschaffen, was da los ist. Was? So. Ah, das sind die Meteoreinschläge. So, ach, damit mal gucken wir mal, was die anderen machen. Okay. Ich weiß nicht wieso. Ja. So. Oh je.
Genau, Meteorschläge ein bisschen aufpassen. Spritzen brauchen wir nicht. Ja, schade. So. Jetzt hat man da unten die nächste Kombo. Nächster Punkt, wo man wieder super. Naja, das ist nicht so unklar. So, gehen wir mal hier hoch. Ist schon wieder jemand gestorben. Man muss ein bisschen aufpassen. Diese Verstärkungen. Diese Verstärkungen sind nicht, werden nicht endlos gewährt. So. Warum sollte man schnell sein? Genau deshalb. So, automatisches Geschütz. Ich bin mir nicht so sicher, was ich davon halte. Oh, sehr gut. Ja, sehr gut. Danke. Jetzt aber. Komm, ganz viele Minen. Jetzt muss ich mal ganz kurz warten. Das sieht gut aus. Achtung, Speer. Hui, hui, hui. Ach, das war die Kanone, das war die Autocannon. Da habe ich, der hätte ich jetzt fast. Dort unten steht sie. Kennzeichenposition, südöstlich. Da hätte ich fast verloren. So, was haben wir da? Wie so ein Adler. Nicht schießen. Das ist sehr gut. Vorratsbarken sind immer gut. So. Das Loch da hinten seht ihr aber, oder? Das da. So, also der Loadout und die Spielmechaniken gehen hier Hand in Hand zusammen. Ja. Soll bedeuten, ohne eine gewisse Vorstellung davon, wie man spielen will, und sich hier nur die dicken Waffen drauf schafft und die dicken Panzerungen, ja, steht man dann noch da wie Klaus im Wald und hat exakt keine Reserven. So, bitte macht mir keinen Blödsinn jetzt. So, und ich muss mal endlich lernen, die Kommandos sauber einzugreifen. So. Wie ist es, woran bist du jetzt gerade gestorben? Das sollte man. Das wäre schon gut, wenn man. Ei! Das wollte ich nicht. Das sind so eine komischen Explosionsdinger, Pflanzen, Sporen. So. Da haben wir immer noch genug. So, jetzt müssen wir ein bisschen gucken hier. Da ist noch ein Loch. Das muss ich mal schließen. Magazin leer.
So wieder eine Autocannon, die er da anfordert. Ja dann. Toi, 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 hoffentlich überleben wir's. Was hat denn die Uhr? 15 Minuten, das ist eigentlich gut. So, halt. Dafür sollte man weit werfen können. Damit sie sich gut wieder sortieren. Oh je, von der Seite, das habe ich nicht gesehen. Ich brauche eigentlich gerade nur... Ah, ein Walker. Jetzt müssen wir ein bisschen weggehen. Der läuft nämlich nicht nur über Feinde drüber. Bräuchte jetzt mal Moon. Etwas Munition bräuchte ich jetzt. Ey. Ich werde das doch wohl schaffen. Immer reinhalten. Immer reinhalten. Ja, wir sollten auch evakuieren, glaube ich. Magazin leer. Vorräte. 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 Na gut, scheint Keller zu bauen. Nehme ich nur noch eins mit. So. Ach, große Güte. Wieso kommt der zurück? Läuft schon nicht so rund da drüben. Also ihr seht, man kann auch hier wirklich um die Feinde herumlaufen. Das ist nicht so ganz unerheblich. Und jetzt denke ich, wird es Zeit, hier mal die Beine in die Hand zu nehmen. Ist schon wieder selbe Situation, dass man hier versucht, durchgehend, na, machen wir die Karte schnell auf. So, das sieht doch gut aus, wenn ich in diese Richtung laufe. Wir können nämlich evakuieren. Mit dem Blick auf die Uhr würde ich auch mal so langsam dahin laufen. So, aber schießt euch dort ruhig euren Moon raus. Ich hole mal die Verstärkung zu mir. Achtung. So, also ich persönlich würde dann gerne evakuieren. Das könnt ihr ja anders sehen, aber... So. So, na dann. Wir sollten gehen. Wir sollten gehen. Naja. Wir haben die Eier zerstört. Wir sollten gehen. Da
das Nebenziel geschenkt. Kommt. Noch 10 Minuten für die Mission. Nehmt euch ruhig Zeit. Es geht im Übrigen in dem Spiel nicht darum, dass man so viele Feinde wie möglich tötet. Jetzt haben wir da unten eine Patrouille. Das ist schon wieder einer tot. Wir werden das bereuen. Jetzt haben wir noch zwei Verstärkungen, zwei mögliche. Zwei mögliche Verstärkungen jetzt. Ja, genau. So. Und jetzt ziehen sie ja schon eine riesen Schar an. Was macht ihr denn? Es ist vollkommen sinnlos. Ja, ist mir egal. Ich werde jetzt mich schön an der Patrouille vorbei. Ihr seht's. Das ist der Witz. Ja. Schön in Richtung Evakuierung auf den Weg begeben. Wir haben nämlich noch 8 Minuten Zeit. 2 Minuten braucht das Shuttle. Ein bisschen Weg haben wir auch noch. Naja. Gucken. Na, das ist gut. Haben wir noch ein Nebenziel gemacht? So, mal kurz Pause machen. Hab was gefunden! Zur Ausdauergeneration. Markiere Position, östlich. So. Na, markiert immer eure Position. Es sind noch 8 Minuten. Bis zur Evakuierung. Markiere Karte, östlich, weit weg. So, ein bisschen gucken. Entschuldigung. So. Nicht schießen. Nicht schießen. Einfach leise reingehen. So. Mal ein bisschen gucken, ein bisschen Lage sondieren, woher die Reptiloiden kommen könnten. Und ich würde mal ganz vorsichtig hier ein Antipersonen-Minenfeld hinbauen. So. Müsst ihr allerdings wissen, dass ihr da nicht reinlauft jetzt. So. Jetzt spuckt es ja nämlich die Minen aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, viele. Passt auf. So, Leute, wir sollten langsam loslaufen. So, jetzt haben wir noch eine. Schön. Ich warte jetzt nicht. So. Jetzt haben wir keine Verstärkungen mehr. Was nicht ganz so ideal ist. So, aber das Shuttle ist jetzt auch unterwegs. Jetzt ist eigentlich, wir haben die Hauptmission abgeschlossen. Das muss man wissen. Es ist eigentlich ziemlich egal. Es ist eigentlich ziemlich egal. So. Wo sind denn die Buddies jetzt hier? Wo stehen sie? Wo verkämpfen sie sich denn schon wieder? Ja, ignoriert sie. Lauft vorbei. So, und jetzt lauf bitte nicht in meine Minen rein. Achtung. Ich kann gar nicht hingucken. Oh.
Pass auf, der nächste. Nicht reinlaufen, die sind für die Käfer. Okay. Mal gehört auch dazu. So. So, was jetzt halt wichtig wird, ist, dass wir versuchen, diesen Landeraum freizuhalten. Und möglichst nicht sterben. Das wäre jetzt sehr wichtig. So. Oh, das ist jetzt mein Luftschlag. So, jetzt können wir mal noch gucken, ob wir die eine... Wir nehmen den wieder mit. So, Achtung, Abklingzeit. Bisschen gucken. Nein. Gut. Das war gut. So, jetzt müssen wir die Verstärkung holen. Menschenskinder. Denkt keiner dran. Wir gehen nur zusammen, Freunde. So, na dann rein. Wahnsinn. So. Also, wie man jetzt vielleicht gesehen hat, das ist die im Wesentlichen die Spielmechanik hinter Helldivers 2. Man kann immer überlegen, wie man das ganze Spiel spielen will, aber es ist tatsächlich nicht sinnvoll, immer full in und Rambo-mäßig das Ganze durchzuziehen. Das lohnt sich wirklich überhaupt nicht, sondern sich auch ein bisschen zurückzuhalten und still zu spielen. Also schaut unbedingt nach den leichten Rüstungen. Erstens, damit ihr schnell seid. Und zweitens, probiert gerne einmal die Rüstungen aus, die einen Lautstärke-Bonus haben. Also das heißt, dass ihr nicht zu schnell entdeckt werdet. Das ist der Punkt. Ja. Okay. Ich denke, ich werde das Ganze jetzt hier abbrechen. Wir sind jetzt 1:20 Kanal. Ich denke, dass das reicht. Um klarzumachen, wie man, wenn man über Sprache und Spiel nachdenkt, auch natürlich immer dann solche, sag mal so, Kommentare, Metakommentare zu den Spielen hat, die die Spielmechanik reflektieren. Das heißt, die natürlich auch ein bisschen hinter den Vorhang schauen und sagen, okay, wie reagieren denn zum Beispiel bestimmte Feinde, ja, gegen die man sich strategisch aufstellt, und ist es sinnvoll, überhaupt mit voller Feuerkraft in so eine Auseinandersetzung zu gehen? Surprise, surprise, ist es nicht. Jetzt muss ich mal schnell schauen. Hier sieht man, ich habe 110 Abschüsse, das sind relativ wenig, aber die waren auch zentral für die Erreichung des Missionsziels. Gestorben bin ich nicht. Proben habe ich mitgebracht. Ich würde sagen, war ein Erfolg. So, also, das wird's gewesen sein für heute. Und wir sehen uns dann auf dem Kanal mit einem anderen Inhalt. Tatsächlich weiß ich aber noch nicht genau, welchen ich dafür nehme. Also, lasst euch gut gehen und wir sehen uns hier. Bis dann. Ciao. Werden Sie eine Legende.